Was ist der Unterschied zwischen einem Ferrari und einer Erektion? Ich habe keinen Ferrari. Denn Ferrari ist rot. Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute geht es wieder um schlechte Anmachsprüche. Ich habe mein neues Merchandise an. Geht mal bitte in die Beschreibung und kauft das viermal. Dankeschön. Mit dabei sind übrigens Mr. Morgame und Sturmwaffel. Hallo. Die tragen auch gerade mein neues Merchandise und das ist nämlich sehr schön. Und Leute, ich habe ein neues Merchandise von ihm. Von mir an und das ist sehr geil. Fühlt ihr das? Hört mal die Qualität. Hör mal die Qualität, ja? Hör mal hin. Dein Nippel. Gute Qualität. Es ist mein Nippel, den ich gerade gestreichelt habe. Gut, Freunde, ich würde sagen, wir haben uns auf jeden Fall jetzt schon richtig in Schwimmung gebracht und wir sind richtig, richtig, richtig geil drauf. Ich würde sagen, Leute, auf geht's. Wir move direkt mal die liebe Emily hoch. 3, 2, 1. Hallo, Emily. Ja. Du, Emily? Ja. Bist du Google? Wie wieder? Bist du Google? Nee. Ah, schade, weil du bist nämlich alles, nachdem ich gesucht habe. Oh, danke schön. Du, Emily? Ja. Wie geht's dir? Ganz gut, warum? Soll ich machen, dass es dir besser geht? Ja. Habe ich jetzt irgendwie nicht verstanden. Ich habe auch noch nichts offen, deswegen musste ich gerade improvisieren. Du, das so Emily? Ja. Der Barkeeper hat gesagt, dass dieser Drink einen unwiderstehlich macht. Und jetzt wollte ich fragen, ob er wirkt. Oh. Das du musst du auch auf High 50k, Digga? Wieder? Alles klar. Ich hab 50k Hive, Mann. Oh. Emily, mach's gut, ne? Schöne Augen ja, würde ich dir machen und den Hof. Wenn du nicht mit mir schläfst, gebe ich dir 10 TB, Alter. Alles klar, das ist Vergewaltigung. Ich dich, ja, das ist Vergewaltigung, Mr. Morgan. Ich hab gerade am Ende gesagt, ich fick dich noch? Keine Ahnung, Mann. Ich Mr. Morgan, das ist Erpressung. Das machen wir nicht. Ach so, ich dachte, wir sollen. Oh Mann, weit. Schade, alles klar. Ich hab jetzt Didos, Leute. Gib mir mal die liebe. Ich hab jetzt Didos. Melina? Hallo, Melina. Ist die echte? Melina? Melina? Wollen wir jetzt CSGO spielen? Melina? Melina? Soll ich dir mal meine AK-47 zeigen? Melina, willst du mal an meinem Stängel? Ach komm, hau da ab. Das hat keinen Sinn. Ich bin schon wieder nicht da. Hier, Denise, Alter. Denise? Ja, beruhig dich. Denise! Denise! Hallo. Denise? Ja, dann halt. Alter, was ist los mit dir? Also, wir hassen uns. Grad nee, die sehen, dass ich da bin. Läuft gar. Maler, bist du ein Junge? Hallo. Hallo. Bist du ein Hallo. Mädchen? Ja, ich bin ein Mädchen. Okay. Geil! Pass okay. auf, ich steh nämlich im Telefon runter. Ha, wie Hengst! All diese Kurven und ich ohne Bremsen. Hä? 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 Maler? Hä? Okay. Ey, Mala. Mala. Ja. Mala, Maloka? Musst du was craften? Ich hätte für dich einen Stick. Du gehörst eingesperrt und zwar in meine Wohnung. Okay. Das ist auch wieder nicht okay. Komm in meinen Keller und lass uns fritzeln. Fritzeln, Boxen, fritzeln. Nicht so ein guter Spruch. Alles klar. Erlebe ich das hier gerade echt oder ist das ein Traum? Das ist, Traum. Das war ein Anmachspruch. Das war ein Anmachspruch. Sie hat. Sie hat ihn zurückgeworfen, den Ammerspruch. Okay, Maler, pass auf. Okay. Hey, Baby. Ah, ne, der ist eigentlich für... Warte, Mr. Morgame? Ja? Ich schick dir jetzt einen Ammerspruch, okay? Okay. Und den sagst du bitte, ja? Okay. Das heißt, den habe ich doch schon mal gebracht. Echt? Ja. Ach, schade. Schick mir mal. Den habe ich schon gebracht, also, Mann. Der klappt... ja. Der klappt auch immer wieder eigentlich. Privat benutze ich den oft. Hey, Baby, mein Konto ist genauso fett wie ich. Ja, den habe ich ganz klar schon gebracht. Also Maler, okay, Muri, ich schreibe dir ein und dann machst du den, okay? Alles klar, Maler hat wohl nicht geklappt, okay. Oder? Mit dem Anmachen, ne? Oh, ich kann dich nicht anstupsen. Wie bitte? Bin sprachlos? Du bist sprachlos? Aber warum ja. denn? Dann lass den Mund mal weit aufstehen, denn wir kommen nochmal auf... Ja, alles klar, mach ich. Das war zu viel. Okay, machen wir doch weiter. Sprachlos, mag ihr uns nicht? Ich weiß es nicht. Lass nochmal mit, wen haben wir denn hier? Hier ist David aus Bed Wars eben. Den können wir oder hier, Nina vielleicht? Du Nina? Ja? Dein Outfit finde ich jetzt nicht ganz so optimal. Kann ich dir vielleicht beim Ausziehen helfen? Was lachst du? Warum soll ich nicht lachen?
Okay, ja, okay, warte, Leute, Leute, ich hab den jetzt mal gerade eben nochmal. Hi Nina, wie geht's dir? Gut. Ich hab dich gefragt, wie es dir geht, nicht wie du aussiehst. Oh, den kann ich schon. Hey Nina, ich hab meine Jungfräulichkeit verloren, kann ich vielleicht deine haben? Woher willst du wissen, dass ich meine noch hab? Alles klar, okay. Alles klar, die wollen wir nicht. Mal wieder raus jetzt. Hallo, hallo Nina. Hallo. Bist du gerade Müsli? Nein, Nudelsalat. Hab ich gewusst, dass du Nina, sowas, Nina, weißt du? Wie hast du deine Eier denn morgens am liebsten? Befruchtet, oder? Hä? Zieht nicht so, oder? Braucht ein bisschen, ne? Jetzt aber verstanden, oder? Du willst dich schwängern? Dann machen wir mit. Schwängern, schäm dich. Okay, dann machen wir nicht mehr. Das wussten wir nicht. Alles gut, mach's gut, ne? Da, das wird ja ganz heikel hier. Leute. Die war 18. Sollten wir nicht eine fragen, wie alt wir sind? Sollten wir... Ey, Video-Nachbearbeitung. Du willst wirklich eine 18. Sieh, hier ist... Vanessa, bist du schon 18? Was? Ja, alles klar, okay. Hast du mich gerade angesprochen, Vanessa? Nein. Warum nicht? Was lachst du so dumm? Ich werde 100 Euro, dass du dich nicht in 30 Sekunden ausziehen kannst. Mach mal. Nein, kann ich nicht. Was ist der Unterschied zwischen einem Ferrari und einer Erektion? Ich habe keinen Ferrari. Dein Ferrari ist rot. Okay. Meine Erektion. Alles gut. Okay. Vanessa, tschüss, ne? Du hast einen geilen Namen. Weißt du, wir sind auch wenigstens kreativ, Mr. Morgan. Ich mag deine Titten. Weißt du so? Hab ich dir nicht gesagt. Warte, Alter, Bravo-Anmachsprüche. Okay, ich bin bereit. Meinst du? Mhm. Okay, versuch mal bei René, ja? Okay. Du, René? René? Ja? Du bist der perfekte Prinz für meine Sandburg. Magst du mir den Rücken eincremen? Ich will mich nicht verbrennen. Okay. Alles klar, danke, bravo, ne? Alles gut. René, du bist so süß, ich will dein Badewasser trinken. Okay. René, bist du schwul? Nein. Ach. Warum nicht? Also ich... René? Ja? Du hast bestimmt schöne Haare. Du bist so heiß, da kriegt selbst der Schatten keine Abkühlung. Steven? Ja, was ist los? Steven, ich habe meine Jungfräulichkeit verloren. Kann ich deine haben? Ja klar. Mit dir würde ich sogar den Mount Everest besteigen. Ach du Scheiße. Steven, sei anders als die anderen und sag einfach ja. Ja. Ist dein Vater Architekt oder warum bist du so gut gebaut? Steven? Ja. Kannst du mir vielleicht mal ganz kurz auf die Sprünge helfen? Ich baue eine Landkarte, ich habe mich nämlich gerade in deinen Augen verloren. Okay. Wenn dir die Minidisco zu langweilig ist, tanz mir alleine weiter, okay? Okay. Entschuldigung, ich will dich jetzt nicht blöd ansprechen, aber ich hätte halt nichts dagegen, wenn du das jetzt bei mir machst. Das Essen schmeckt heute genauso gut, wie du aussiehst. Steven, okay, die Kondome hier sind echt kurz vorm Ablaufen, also wir sollten die schon noch benutzen, solange es geht. Du hast schöne Augen. Okay, dankeschön. Steven, wer hat nur die Diamanten gestohlen, um sie in deinen Augen zu verstecken? Keine Ahnung. Hitler war. Meine Mutter. Hitler war. Würdest du mich mal nass spritzen? Mir ist ganz heiß. Oh Gott. Darf ich auf eine Ohrfeige mit draufkommen? So viele Komplimente habe ich noch nie bekommen. Steven. Ich finde deine Stimme geil. Dankeschön. Arbeitest du beim Radio? Du bist heißer als die Sonne. Steven? Ja. Ja, mach's gut. Steven heißt du ja, Nachname und Spielberg? Darf ich jemanden grüßen? Nee, ist ja nicht Ultratalent. Soll die Scheiße, Mann. Das war sein Talent. Ich bekomme Komplimente. Ich war noch nicht fertig, ja? Okay, versuch's mal bei Maria, ja? Maria, du warst da unten gerade mit Tarek alleine. Aber mir ist halt aufgefallen, dass du halt ein bisschen stinkst. Und da dachte ich, dass wir eigentlich zusammen duschen gehen können, oder? Ja, können wir. Okay. Alter! Ja, gut, fertig, Alter. Du bist aber schon über 18, oder? Nee. Oh. Schade. Gut, mach's gut, Maria, ne? Du hast eine süße Stimme. Dankeschön. Die ist 7. Nein, ich bin 14. Oh Gott. Das Doppelte. Oh Gott, Leute. Das Doppelte. Doppelt 7. Gut, dann, Mika? Ja? Alles klar, es ist genau das gleiche. Mika, du hast eine echt tolle Mika, du bist eine geile Chica. Oh Gott sei Dank. Können wir das jetzt hier einfach vielleicht... Das war... Scheiße. Uns gehen die Sprüche und die Frauen. Leute, an die über 18-jährigen Frauen. Seid ihr jetzt mal bitte 24/7 auf diesem Teamspeak. Sonst kommen wir ins Gefängnis. Versteht ihr das?
Wir wollen nicht ins Gefängnis, da ist es kalt. Und dann sage ich auch zu euch, hey, du kommst mir so bekannt vor, du siehst aus wie meine nächste Freundin. Oder halt zum Beispiel, wenn ich dir jetzt ein blaues Auge boxe, hast du die gleiche Farbe wie meine Bettdecke. Oder ich muss ein Lichtschalter sein. Jedes Mal, wenn ich dich sehe, machst du mich an. Oder was ist der Unterschied zwischen zwei Brausetabletten und einem Leprakranken? Was denn? Mal ficken. Gut, Freunde, das war's von diesen unglaublich tollen und kreativen Anmachsprüchen. Schaut auf jeden Fall bei Mr. Morgan. Ich bin gar nicht kreativ. Halt doch bitte den Mund. Ganz ehrlich, ich hab mir wirklich Mühe gegeben und du machst es jetzt wieder hier zunichte, ne? Oh Mann, Alter. Leute, abonniert mich. Alles klar, abonniert Mr. Morgame und abonniert auf Sturmwaffel und das war ein anderes Spruch. Werdet mal 18 jetzt. Tschüss. Klickt auf meinen Kanal.